da kommt man das an. Und wir sehen den DK-Pick. Oh, okay. Dafür bin ich down. Monkey. Full Monkey Mode. Ich hab ihn vorhin beim Aufwärmen gesehen. Und das fand ich schon ziemlich hype. Ja. Also er kann ihn richtig gut spielen. Ja, DK ist auf jeden Fall hype. Mal schauen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Doubles besser funktioniert als in Singles, dass man mit diesem Chaos da schon gut seine Hits bekommt. Dong Dong auf jeden Fall auch ein Character Switch auf Wolf. Den habe ich auch noch nicht gesehen von ihm. Auf jeden Fall wild. Und das ist auch erstmal zumindest ausgeglichen, als es eben war. Ja, wobei, also die Team Rot kriegt schon wieder aus. Ja, oh, 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 der DK. Monkey. Affenbauer. Da hat er ihm die Gorilla-Schelle verpasst. Ja, und dadurch ist es even. Gorilla-Kick. Komm, den. Das gefiederte Huhn hier, komm. Den. Was ist ein Huhn gegen einen Gorilla? Die Animationen von Donkey Kong sind auch so perfekt. Ja, da muss man achten auf seine Gesichtsausdrücke. Ja, manchmal, wenn er getroffen wird, er guckt einfach komplett verwirrt. Oh, hier passt der Shield Break auch noch. Oh, beiden Projektilen ausgewichen. Wild. Effortless. Oh, und das Jeetes Deletes. Oh, let's go. Gott. Der Monkey funktioniert und... Mit seiner Affenpower zelebriert der Gassenhauer. Come on. Kommt sogar noch zurück nach dem Pit-Down, ja, die viel zu schwach ist. You can't stop the Monkey Rampage. Ja, und es ist relativ ausgeglichen. DK, wenn er jetzt nicht geedgeguard wird, ist ja auch schwer, kann noch ein bisschen leben. Oh, jetzt wird er gekommen. Aber das hält ihn nicht auf. Ja, okay, jetzt. Aber voll gut von Dong Dong auch. Safari wollte ihn gerade edgeguarden, aber Dong Kong kam von hinten und hat Repos gesaved. Ah, oh, okay. Aber ja. So, woher bin ich gar nicht? Ich muss leider zu sehr auf den Affen achten. Ich find's auch schwierig, nicht nur auf DK zu gucken. Das könnte jetzt hier ein Edgeguard sein? Nee, kriegt ihn leider nicht. Ja. Let's go, Monkey. Welchen Moves muss man denn aufpassen, so bei wer heißt der, Pit und bei Samus? Was sind so die... Killer-Moves. Pit. Ehrlich gesagt, Pit ist so ein Charakter, da sagt man immer, der ist so honest, der hat nichts, was irgendwie ultra krass ist, aber kann alles ganz gut. Samus hat halt... Oh, ist ein sehr schöner Edgeguard. Das ist halt die Schwäche, die Stärke von Pit. Kann sehr gut Edgeguarden, auch mit dem Multi-Jump. Und der Spike. Ah, und da ist der Affe raus. Traurig. Die Bananen werden nicht zurückgeclaimed, ja, heute. Aber er ist der Sieger der Herzen hier. Ja. Ja, und bei Samus ist eben, Samus hat den Charge-Shot, der komplett broken ist. Stunt er den Gegner eigentlich? Weil ich sehe, dass die dann für einen kurzen Moment so keinen Input reingeben können. Ja, das macht ja jeder Move, aber die Elektro-Moves tun halt oft ein bisschen länger. Genau, das meine ich. Länger Hits dann machen. Doch so. Deswegen, also ist auch ein extrem gutes Combo-Tool dadurch und gerade in 2 gegen 1. Okay, genau. Und da haben sie es dann doch mit 2 Stocks jeweils noch. Ja, aber schade. Es war trotzdem ein hypiges Match. Es sah am Anfang echt gut aus für Repos und Dong Dong.